Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, wir sind online. Übertragung steht. Mal Testseite hier gucken. Genau. Schaut gut aus. Zuschauer haben wir auch schon, sehe ich. Ah. Mit, okay. Aha, gut. Ihr Lieben. Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, Ja, wir sind online. passt. Das war jetzt Das Echo im Hintergrund. das Echo, genau. Ihr Lieben, ich schaue mal jetzt hier auf dem Smartphone. Schreibt uns doch bitte mal rein, ob wir gut zu sehen und zu hören sind, bevor wir dann hier offiziell loslegen. Schreibt uns doch auch gerne mal rein, wo ihr so zugeschaltet seid, woher ihr kommt. Schenkt uns auch gerne mal Herzlein und Daumen hoch, als Zeichen, dass wir gut zu sehen und zu hören sind. Und dann schicke ich, bevor wir offiziell starten, jetzt erstmal ganz liebe Grüße aus dem Saarland in die Fränkische Schweiz zur Sabrina. Hallo, liebe Sabrina, schön, dass du da bist. Ah, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Wir haben ja ein großes Versprechen heute an unsere Zuschauer, ne? Wie du deine Träume erreichen kannst, deine Künstenträume, wie du dir erlauben kannst, mal deine Künstenträume wieder auszupacken und wirklich alles haben und sein und erreichen kannst, was du dir wirklich wünschst und welche Schritte du dir jetzt auch machen kannst, um deine Träume zur Realität werden zu lassen. Und ihr Lieben, da wird jetzt die Sabrina gleich ein bisschen mehr auch von sich erzählen. Sabrina, vielen, vielen Dank zunächst mal, dass du dir Zeit genommen hast für heute Abend. Und ich schaue mal hier, ob das klappt hier. Applaus ist schon mal da. Schau mal, wer dabei ist. Die Julia schreibt, alles prima, sehr schön. Kannst, um deine Träume zur Realität werden zu lassen. So, jetzt muss ich mal hier gucken, dass ich Ich habe auf Stumm mich schalten. organisiere. Die Birgit ist mit dabei, mit Esho. Die Ulrike ist mit dabei. Magdalena ist mit dabei. Die Hedwig ist mit dabei. Ihr seid gut zu sehen und zu hören, schreibt die Birgit uns. Ja, genau. Und fünf weitere Personen sind ja auch noch dabei, die sehe ich gerade nicht. Gut, wunderbar. Ihr Lieben, super. Also fühlt euch bitte auch dazu eingeladen, eure Fragen zu stellen, die ihr jetzt hier an mich oder an die Sabrina habt. Wir nehmen uns da gerne Zeit für euch. Das soll jetzt nicht unbedingt nur ein Dialog zwischen uns beiden sein, sondern wir möchten euch da mit ins Boot nehmen. Und du bist genau richtig hier. Der ein oder andere verfolgt mich hier ja schon länger. Du weißt, es geht bei mir in erster Linie darum, den Seelenplan zu entdecken, den Seelenberuf daraus zu kreieren und damit eben auch sein Leben auf ein anderes Level zu stellen. Und wenn du jetzt hier schon bei mir in der Akademie bist, wo du deinen Seelenplan schon entdeckt hast und auch schon dabei bist, so deinen Seelenberuf zu kreieren, der ein oder andere von euch ist ja auch schon sichtbar da draußen und es dir noch leichter machen möchtest, hier mit deinen Gedanken deine Ziele zu erreichen. Oder wenn du sagst, heute Mittag hat mir noch eine geschrieben, die macht am Samstag ihre Ausbildung fertig, die weiß eigentlich schon, was ihr Ding ist. Und wenn du in der Richtung schon eigentlich weißt, was so dein Ding ist, es dir in der Richtung aber leichter machen möchtest. Und jetzt sagen willst, okay, ich weiß, was mein Seelenberuf ist, darum geht es mir jetzt weniger, sondern ich will es mir einfach leichter in der Zukunft machen, weil ich weiß, mit meinen Gedanken erschaffe ich mir im Außen meine Lebenswirklichkeit. Alles andere ist jetzt mal noch ein bisschen außen vor. Auch dann bist du hier richtig. Genau, Sabrina. Und jetzt ein herzliches Hallo nochmal an dich, ganz offiziell. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, wer du bist, was die Sabrina macht und wie wir zwei jetzt dazu kommen, solche Versprechen abzugeben, wie du deine Realität dir hier erschaffen kannst, kreieren kannst. Sabrina, ich gebe an dich ab. Dankeschön. Erst nochmal herzlichen Dank, Irmgard, dass du ja, mich heute eingeladen hast zu diesem, sag ich mal, von mir auch Herzensthema. Einfach, ja, mal ein bisschen zu sprechen. Und ja, ich bin die Sabrina, komme aus der Fränkischen Schweiz in der Nähe von Bayreuth und habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 1,5 Jahre und ja, lebe seit jetzt intensiv seit 1,5 Jahren wirklich meinen Herzensberuf und war davor, sag ich mal, gefangen im Workaholic-Dasein. Von früh 7, 8 bis nachts um 12, 1 nur durchgearbeitet. Und ich habe das gemacht, was einfach geheißen hat, das ist so. Wenn du irgendwie was verdienen willst, wenn du selbstständig bist, dann musst du von früh bis nacht und spät und immer. Und
Ich hatte Träume früher, wie denn mein Leben aussehen sollte, was ich denn gerne erreichen möchte, was ich von der Welt sehen möchte, wie das aussehen soll. Aber es wurde dann immer gesagt, du kannst doch das nicht erreichen, das geht nicht, das schaffst du niemals, so viel Geld kannst du nie haben und. Und es wurde meistens von den Menschen gesagt, sag ich mal, im engen Umfeld, Eltern, Familie, Freunde, aber auch, sag ich mal, die Medien haben dir, sag ich mal, suggerieren dir das ja ganz viel, dass du nur etwas wirklich leicht erreichen kannst, wenn du einen gewissen Status schon hast oder wenn du vom guten Elternhaus mal rausgekommen bist. Gut, und so habe ich mich halt dann einfach gefügt. Mhm. Und dann kam irgendwann der Moment, dass meine Gesundheit nicht mehr mitgespielt hat. Mhm. Und ich einfach wirklich krank geworden bin durch die Büroarbeit. Mhm. Ich habe mich selbstständig gemacht nebenher, aber noch mit einem anderen Thema. Und habe dann auch gekündigt und habe dann in meinem damaligen Traumthema wirklich gearbeitet. Mhm. Aber es war dann wirklich von früh 8 bis nachts um 12 oder 1. Das heißt, ich hatte auch nicht die Freiheit, die ich mir erträumt habe. Ich war wieder in diesem Hamsterrad drin. Mhm. Und als ich dann schwanger geworden bin, habe ich mir wirklich so mal überlegt, ey, wie geht denn das? Also will ich so meiner Tochter das vorleben? Mhm. Und habe immer so ein bisschen mehr geguckt nach links und rechts und habe dann so gemerkt, es gibt Menschen da draußen, die von nichts aus so erfolgreich geworden sind. Nicht nur im Beruf, sondern auch im Privatleben, die wirklich ihre kühnsten Träume einfach verwirklicht hatten. Und die haben keinen besseren Start gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich das auf die Suche gemacht, 1000 Bücher gelesen und bin dann schließlich zu Bob Proctor gekommen. Mhm. Und Bob Proctor hat ja auch diesen Slogan, sag mir, was du willst und ich zeige dir, wie du es erreichen kannst. Mhm. Und am Anfang habe ich mir so gedacht, ja, schön. Du kannst das sagen, du bist jetzt, du bist über 80 Jahre, hast ein paar Millionen auf dem Konto und hast eine riesen, riesen Community um dich herum. Hm. Dann habe ich mir The Secret angehört. Das Buch gelesen, Hörbuch angeschaut. Da ein bisschen was umgesetzt und auf einmal hat sich was verändert. Und dann habe ich mir entschlossen, bei ihm direkt die Ausbildung zu machen. Und das war der Moment, wo sich mein Leben um 180 Grad gedreht hat. Mhm. Seitdem fließt es und ich führe jetzt genau das Leben, was ich mir wirklich, ich sag schon wirklich fast als Kind erträumt habe, und jetzt einfach noch die Möglichkeiten sehe, was es hier alles gibt. Ja. Es gibt kein Entweder-Oder, es gibt nur ein Und. Mhm. Es fängt damit an, dass man sich's erlaubt und dass man sich es auch wirklich vorstellen traut. Mhm. Und das ist jetzt einfach, was ich wirklich aus Überzeugung meinen Kunden beibringe und ihnen zeige auch, ja, was sie wirklich für sich bewirken können, weil wirklich alles in dir selbst liegt. Mhm. Es braucht nicht erst das und das und das, sondern es fängt alles bei dir an und da kannst du wirklich alles, alles, was du dir nur vorstellen kannst, erreichen. Und das ist einfach, was mich antreibt, dass wirklich so viele Menschen wie möglich ihr Traumleben erschaffen, egal ob es jetzt privat ist oder beruflich. Denn es spielt alles miteinander rein. Ja, Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Ja. Der berufliche Bereich, der private Bereich und den gesundheitlichen Bereich, den kann man auch nicht isoliert sehen. Es spielt alles damit rein. Und man spürt, mit welchem Herzblut du auch dabei bist. Und ich darf auch verraten, dass so seit Sommer diesen Jahres ich morgens mit Bob Proctor aufstehe. Und dass da wirklich vieles, vieles verändert werden kann, wenn man einfach mal weiß, wie, wenn man einfach mal unser süßes Köpfchen hier, man kann es auch Mindset nennen, egal, wurscht, welchen Ausdruck, wenn man da einfach mal weiß, welche Schräubchen man da hier drehen kann, dann kann sich einfach noch mal so, so vieles verändern, sei es, ob man seinen Seelenplan schon kennt oder nicht. Es ist, und wenn man ihn natürlich kennt, dann wird vieles noch viel, viel leichter und einfacher. Ne? Genau. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr so von der Ausbildung her. Du hast ja auch die Hürde genommen und hast ja das auch alles dann nochmal für dich ins Deutsche übersetzt. Ne? Ja.
Genau. Englisch, Deutsche übersetzt. Also die Ausbildung ist ganz klar in Englisch, weil einfach Bob, er ist aus Toronto, Kanada. Und das heißt, seine ganzen Inhalte, alles, was man von ihm wirklich live oder seine Kurse, die direkt von ihm sind, sind einfach auf Englisch. Und ich habe mir in Englisch, also sag ich mal, ich spreche Englisch, ich verstehe Englisch besser wie sprechen. Deswegen war jetzt auch, sag ich mal, die Ausbildung nicht die große Hürde. Aber was ich einfach auch, ich habe es für mich dann selber alles nochmal übersetzt. Das heißt, also wirklich alle Inhalte, wo ich von ihm bekommen habe, für mich nochmal auf Deutsch. Und das war, was mir nochmal geholfen hat, einfach nochmal das in meiner Sprache zu hören, zu sehen. Aber was ich einfach auch gemerkt habe, meine ganzen Kunden, die sind hauptsächlich ja, deutschsprachig. Die wenigsten sprechen fließend Englisch. Und das ist auch dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte das wirklich für den deutschsprachigen Raum auch möglich machen, ganz easy die gleichen Inhalte zu lernen und so zu verinnerlichen mit der eigenen Sprache. Ja. Und deswegen quasi gibt es quasi die Inhalte von Bob Proctor direkt 1:1 übersetzt von mir noch mit dazu, sodass man da nicht sagt, oh Gott, ich kann aber kein Englisch. Ist nicht schlimm, weil man alles auf Deutsch hat. Ja. Okay, hast du so ein paar Beispiele von uns? Ich meine, wir beide wissen, dass alles erreichbar ist und dass man alles auch, dass alles hier so im Kopf entsteht. Auf der einen Seite eigentlich ganz leicht, auf der anderen Seite scheitern da einfach die meisten Menschen dran. Ne? Ja. Können wir da mal noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, damit unsere Zuschauer da mal noch ein bisschen mehr greifen können, wieso es denn wirklich auch möglich ist, alles zu erreichen, wenn man gewisse Dinge da einfach beachtet. Hast du da noch so ein paar Beispiele von uns aus deinem eigenen Leben oder mit Menschen, wo du auch schon gearbeitet hast? Ja. Bob Proctor mit seinen Instrumenten, die du ja weitergeben darfst. Genau. Also im Prinzip ist, fangen wir mal vom Anfang an, die Grenzen, was wir erreichen können, setzen wir uns selber. Denn oft ist es ja, dass wir uns manche Dinge gar nicht vorstellen können, wie es wirklich ist. Man hat so eine vage Idee, aber man kann es gar nicht wirklich so greifen. Und das ist nämlich schon der springende Punkt. In dem Moment, wo du nicht ganz klar weißt, was du wirklich willst, kann es auch nicht Realität werden. Ja? Das heißt, das ist wirklich der Kernpunkt. Du darfst ganz ehrlich mit dir sein und es dir erlauben, zu sagen, was du möchtest. Und die allermeisten Menschen wissen ganz genau, was sie nicht wollen. Ja. Kennt von mir früher auch, ja. Ich wusste, was ich nicht will, aber was ich wirklich will, Genau. Da fängt es an. Genau, und das ist auch, was bei mir damals war, ja, was will ich denn? Ja, ich wollte einen Job haben, den ich irgendwie ausführen kann, obwohl ich ein kleines Kind hier daheim habe. Na, ich wollte nicht von früh bis Nacht wieder weiter rackern. Und ich wollte Menschen bewegen. Wirklich zu sich finden, wirklich da in diese Transformation gehen zu sich selbst. Und es kam trotzdem immer noch mehr hoch, was ich eigentlich nicht will. Ich wollte nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen. Ich wollte nicht den ganzen Tag irgendwelche Programme eintippen. Ich wollte nicht um die Uhrzeit das machen. Naja, und dann war aber immer noch die Frage, ja, was willst du denn? Ja. Und da war so der allererste Tipp auch von Bob Proctor selber. Werde dir wirklich erstmal klar, was du nicht willst. Schreib dir das alles auf. Komplett. Also wirklich einfach mal einen Zettel nehmen, ohne irgendwelche Grenzen, einfach mal aufschreiben. Egal, ob es jetzt beruflich ist, privat, einfach aufschreiben, was du nicht haben möchtest mehr in deinem Leben. Dazu darf wirklich auch kommen, wenn es zum Beispiel um Beruf geht, ich will nicht mehr eine Stunde bis zu meiner Arbeitsstelle pendeln. Aha, okay. Also wirklich ganz detailliert. Ja? Ich möchte nicht mehr früh um 6 Uhr vom Wecker aufgeweckt werden. Ich möchte nicht mehr Freitagabend nach der Arbeit noch in Aldi oder wo auch immer hinrennen,
und noch schnell einkaufen müssen. Ja? Ich möchte nicht mehr nur 6 Wochen Urlaub im Jahr haben. Mhm. Ja? Also egal, um was es da geht. Aber es dürfen auch Dinge, Beziehungen rein. Ich möchte nicht mehr nur meinen Partner abends eine Stunde sehen und dann todmüde auf der Couch einschlafen. Ja. In der Arbeit. Also wirklich alles. Und ich möchte nicht mehr die Feel-Good-Managerin in meinem eigenen Haus sein. Ne? Das sind auch so Themen. Also wirklich hier ganz ehrlich sein. Und da darf man sich auch wirklich mal 1-2 Tage Zeit nehmen. Und dann das anschauen. Und im Prinzip darf man sich das dann um 180 Grad umdrehen. Ja, und auch den gesundheitlichen Bereich, den darf man auch mit reinholen, unbedingt. Ne? Weil wir haben ja eben beruflich, privat und gesundheitlich angesprochen, ja. Körper, Geist und Seele, es ist immer als alles zusammen. Ja? Okay. Auch solche Dinge, ich möchte mich nicht mehr schlapp fühlen, ich möchte nicht mehr Angst haben vor der Zukunft, ich möchte kein leeres Bankkonto mehr haben. Ja, das Thema Angst haben vor der Zukunft, Existenzängste, das ist ja auch etwas, was uns meist am meisten wirklich gefangen hält, wo sich bei vielen einfach den ganzen Tag das Gedankenkabarett dreht. Genau. Wenn jetzt Auto zum Beispiel kaputt geht oder wenn sonst irgendwie was ist, wenn plötzlich eine Rechnung kommt oder jetzt Weihnachten, wie ich würde gerne meinen Kindern eigentlich das und das jetzt zu Weihnachten kaufen. Wie kriege ich das finanziell wieder hin? Das sind ja solche Dinge, die Energie rauben und die uns beschäftigen. Ja, genau. Und also da wirklich alles aufschreiben und dann das Ganze um 180 Grad drehen. Jeden einzelnen Satz, den man aufschreibt, jedes Wort wirklich 180 Grad das Gegenteil. Weil dann hast du schon mal, was du willst. Ja. Ja, und das kannst du dann weiter ausschmücken. Ja, also anstatt ich möchte nicht mehr ein leeres Bankkonto haben, ich möchte monatlich 50.000 Euro auf meinem Konto haben. Zum Beispiel. Da sind jetzt wahrscheinlich noch einige Schnappatmungen hier. Die wären schon froh, wenn einfach nur mal 10.000 jeden Monat auf dem Konto wären. Ne? Aber es ist alles möglich. Nach es oben ist keine Grenzen gesetzt. Ne? Ja, oder wenn man nicht mehr möchte, dass früh um 6 der Wecker klingelt. Ich möchte aufstehen, wann ich einfach aufwache. Ja. Ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt denkt, was reden die da? Wie soll das denn bitte gehen? Von welchem Stern kommen die? Ne? Ja, genau, genau. So, und der Punkt ist, wir Menschen sind gewohnt, für alles einen Plan zu machen. Es muss alles akkurat durchgetaktet sein. Doch so funktioniert es nicht. So lässt du, ich sage immer gerne, die Magie gar nicht in dein Leben hinein. Du darfst dir erlauben, dir ein richtig, richtig großes, fettes Ziel zu setzen, was du haben willst. Und da geht es auch mal drum, so diese Schoße, wo wir reingewachsen sind, wo wir reingepresst sind, dieses Korsett. Kindergarten, Schule, Ausbildung oder Studium, Lehrjahre, sind keine Herrenjahre, ne? Diese Schoße, dann den Partner finden, dann Häuschen vielleicht bauen und dann Kinder kriegen und dann bis zur Rente warten, um irgendwann, es gibt ja da so interessante Studien, viele sind mit 35 oder so eigentlich schon tot, die werden irgendwann mal noch beerdigt, mal ganz krass. Und das Leben zieht an uns vorbei. Ja. Und dann ist irgendwann der Punkt, wo man denkt, ey, war es das jetzt schon? Ja. Also von diesem ganzen Thema mal Format C im Kopf machen. Und dann mal das machen, was Sabrina jetzt gesagt hat. Ne? Ja, genau. So, da gebe ich nochmal an dich. Ja. Und wirklich auch mit dieser Frage, hey, was ist denn, wenn es doch möglich ist? Ja, genau. Ja. Wie will ich es haben, was ist, wenn alles möglich wäre? Ne? Genau, genau. So, und was nämlich dann passiert zu diesen Zielen, die du dann aufschreibst, kommen ja Bilder in deinen Kopf. Es machen sich Gedanken breit. Und ja, also wenn du dir jetzt vorstellst, boah, ich wache einfach früh auf, wann ich möchte, die Sonne scheint rein und ich kann mit einem leckeren Kaffee und einem frisch gemachten Frühstück, das mir vielleicht meine Haushälterin macht, sitze ich da am Frühstückstisch mit einer schönen Musik und ich genieße einfach den Tagesbeginn. Was kommen da für Gefühle hoch? Und ja, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann fühle ich mich einfach glücklich, dankbar, angekommen, erfüllt. Ja, total entspannt. So, und was passiert denn aus diesen Gefühlen? Da kommen dann Impulse hoch.
Und aufgrund dieser Impulse handelst du dann. Ja, so ganz vereinfacht gesagt. Und so wie du dann handelst, das, was du dann in die Tat umsetzt, da hast du noch wieder andere Ergebnisse. Ja? Also es fängt wirklich immer mit den Gedanken an, mit dem, was denkst denn du? Also du kannst denken, oh Gott, ist für mich alles nicht möglich, das erreiche ich nie. Ich muss, bis ich in Rente gehe, bis ich, sage ich mal, im Sarg liege, früh um 6 oder 5 aufstehen, eine Stunde auf die Arbeit pendeln und muss jeden Tag Angst haben, dass das Geld reicht. Was kommen für Gefühle? Angst, Existenzangst, Druck. Also Hals ist zugeschnürt und einfach nur, ja. Na? So, und aus diesen Angstgefühlen, aus diesen negativen Gefühlen, was kommen dann für Impulse, die du tun sollst? Noch mehr arbeiten, das vielleicht noch mehr machen und das geht dann überhaupt nicht und was auch immer. Dann hast du aber wieder die gleichen Ergebnisse, weil es dreht sich im Kreis. Du darfst aber anfangen, deine Realität bei deinen Gedanken zu verändern. Das heißt, du darfst dir erlauben, das zu denken, was du wirklich haben möchtest, weil dir das wunderbare Gefühle gibt. Und aus diesen wunderbaren Gefühlen hast du dann andere Ideen, was du tun kannst. Und das kreiert dir dann deine neue Realität. Und ich weiß, es kommen jetzt solche Fragen so, aber wie kommen die Impulse? Die kommen, wenn du dich wirklich darauf einlässt, wenn du dich wirklich darauf einlässt auf dein Ziel. Was willst du wirklich? Und dir das auch vorstellst, jeden Tag, immer wieder. Ja, es können noch ein paar mehr Schrittchen dann dazu. Ja, weil, sag ich mal, ganz so einfach ist es dann auch nicht, dass ich nur sage, ach, ich denke jetzt, ich muss nicht mehr um 6 aufstehen. Und dann ist das so, sondern darf noch ein bisschen mehr in sich gearbeitet werden, dass das für einen auch wirklich glaubhaft ist und dass du das wirklich fühlen kannst. Und dass auch diese Impulse wirklich hervortreten dürfen. Aber dann hast du andere Ergebnisse. Es fängt immer so an. Gedanken, Gefühle, Handlungen und dann hast du ein Ergebnis. Und da kannst du alles erreichen. In das tiefer reingehen würde ich auch gerne gleich nochmal tiefer reingehen und das näher durchleuchten. Wir haben ja jetzt schon mal so den beruflichen Bereich. Da kann der ein oder andere vielleicht schon ansatzweise sich vorstellen, wenn er jetzt den Beruf hat, der nicht so ist, wie er möchte oder da einfach nur gerne was verändern möchte und noch gar nicht mal in eine großartige Selbstständigkeit denkt, sondern einfach nur im Beruf etwas verändern möchte, sich auch weiter vorstellen kann, angestellt zu sein, wie auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt, aber ja, wie soll das dann in der Familie und in der Partnerschaft gehen? Nur wenn ich anders denke, soll das auch auf ein anderes Level gebracht werden. Hast du da noch ein Beispiel parat, damit der Kopf der Denker da so ein bisschen ansatzweise was greifen kann? Weil der stellt ja diese Dinge immer so in Frage und sagt, was reden die da? Na, also mir wäre es früher ja auch so gegangen, deshalb kann ich mich da in dich, die du jetzt vielleicht in der Richtung zuschaust, so gut hineinversetzen. Ich glaube, vor 15 Jahren hätte ich mir sowas überhaupt nicht angeguckt. Deshalb mal Kompliment, dass du hier bist. Da hätte ich gleich gedacht, sind die vom anderen Stern? Nee, ne? Also schön, dass du da bist. Das zeigt, dass da irgendetwas in dir auf Resonanz geht. So, und jetzt schauen wir mal noch so das Beispiel mit Partnerschaft und Familie an. Weil meist sind ja da so die Punkte, warum es oftmals auseinandergeht, warum gestritten wird, weil jeder so in seinem eigenen Leben sich gefangen fühlt und unzufrieden ist. Ne? War bei uns auch so. Sag ich mal, die Unzufriedenheit, die ich auch hatte, die hat sich natürlich auch auf meinen Mann übertragen. Und er war aber auch unzufrieden in seinem Job. Und es war dann wirklich eine Zeit lang nur noch so ein nebeneinander hergelebe. Und genau da habe ich es auch angewandt. Ja, weil ich habe, sag ich mal, immer das Negative auch gesucht. Ach, das klappt schon wieder nicht. Ach, jetzt hat er das nicht gemacht. Hätte er doch mal. Und was hier auch passiert ist, wirklich genau vorgestellt, wie möchte ich es denn gern haben? Wie wünsche ich mir die Beziehung zu ihm? Wie soll sie sein? Welche Worte sagen wir zueinander? Wie sieht die Zeit aus, die wir miteinander verbringen?
also wirklich mir mein eigenes Drehbuch gemacht. Und das aber auch jeden Tag in meinem Kopf abgespielt, immer wieder und immer wieder. Und aufgeschrieben, mir selbst auch mal wirklich selber erzählt. Und was dann passiert ist, ich habe mich ihm gegenüber anders verhalten. Ja, also nicht nur mehr, nur im Kopf, sondern diese Gefühle, die ich dann einfach durch diesen Film hatte, haben sich dann da schon übertragen. Und dadurch habe ich mich anders verhalten. Weil hier ist es ganz wichtig, euer Unterbewusstsein, das unterscheidet nicht zwischen, ist es jetzt real, was der Kopf sich vorstellt, oder ist es Fantasie? Ja. Das Unterbewusstsein übernimmt 1:1 und sagt, es ist real. Ja. So, das heißt, mein Unterbewusstsein hat jeden Tag ständig diese Infos bekommen, wow, eure Beziehung ist wunderschön, ihr geht liebevoll miteinander um, habt wunderschöne Zweisamkeit miteinander, können über so viele Dinge reden, ihr verbringt schöne Urlaube miteinander, du bist so dankbar, dass er so zuvorkommend ist, dass er dich mit kleinen Sachen überrascht und. Und dann war das so für mich, ja, ist so. Ja, ja. Und ich war anders, er hat es gespürt und es ist dann so ineinander übergegangen. Mhm. Und unsere Beziehung hat ein ganz, ganz anderes Level erreicht, nur dadurch, dass ich was gemacht habe. Ja, ja. Und ich weiß noch, wie heute, er hat mich dann irgendwann mal angesprochen, sag mal, was ist denn eigentlich passiert? Es hat sich die letzten Wochen so viel verändert. Was? Und er hat gesagt, ihm ist aufgefallen, ich habe mich verändert, aber eher zum Positiven hin. Ich bin freier geworden, innerlich einfach so angekommen. Und dann habe ich ihm das auch erzählt. Und er war am Anfang skeptisch ohne Ende. Und jetzt nutzt das auch. Ja. Also mit anderen Worten, die rosarote Brille haben dann beide wieder an, ne? Ja. Und das habe ich zu meinem Mann mal gesagt. Wir haben wieder die rosarote Brille an, ne? Und wir sind ja jetzt schon rein von unserem Passalter her ja inzwischen 25 Jahre zusammen und immer noch die rosarote Brille an. Ja. Und die letzte Zeit ist die rosarote Brille noch mal rosaroter geworden, dadurch einfach. Und das ist ein guter Hinweis, Sabrina, den du gerade so zwischen den Zeilen mitgeteilt hast. Es müssen da nicht beide unbedingt am Ball sein, sondern du gehst vor und dann kann das Gegenüber nicht anders, als auch in dein Universum dann nochmal abtauchen. Ja. Und vielleicht noch ein Beispiel, das mir eingefallen ist, für diejenigen, die uns jetzt zuschauen, damit das mal noch greifbarer ist. Jeder von euch kennt so diese Situation, du hockst auf der Couch, du guckst irgendeine Schnulze im Fernsehen an, wo so eine total romantische Szene, keine Ahnung, ist und plötzlich fängst du an, Rotz und Wasser zu heulen. Und das ist das, wo Sabrina das Beispiel eben genannt hat. Du sitzt eigentlich auf der Couch, hast eine Tüte Chips vielleicht vor dir oder ein leckeres Glas Rotwein oder einen leckeren Tee, egal. Und du hockst eigentlich nur da und guckst ins Fernsehen und da ist so eine total romantische Szene. Und da unterscheidet dein Gehirn nicht zwischen der Lebenswirklichkeit und der Lebenswirklichkeit, sondern du bist so in dem Geschehen drin, ja, dass du einfach so in Resonanz gehst und dann fließen einfach diese Tränen. Und das sind die Dinge, wenn man weiß, wie, ist da einfach im Leben, im jetzigen realen Leben alles veränderbar. Und genau das Gleiche ist ja auch, wenn ich meinen Kindern begegne und hier nicht so dieses unsichtbare Band, dieser unsichtbare Film abläuft, die sollten doch das Zimmer aufräumen, die sollten sich doch so verhalten, die sollten sich doch so kleiden oder dies oder jenes machen. Genau wie mit dem Partner auch. Wenn ich da was anderes aussende, weil ich vorher mir schon vorstelle, wie es denn ist, dann können die ja auch nicht anders, als sich so zu verhalten. Und letzten Endes fühlen sie sich ja dann auch viel wohler, als wenn ich denen ständig begegne, unbewusst. Die könnten doch so und so und so und so. Ne? Okay, Sabrina, super. Jetzt brauchen wir noch ein Beispiel für den gesundheitlichen Bereich, weil ich glaube, das sind auch noch ein paar Fragen. Wie soll das denn jetzt noch gehen? Das durchleuchten wir jetzt auch noch. Im gesundheitlichen Bereich habe ich das beste Beispiel erst vor einer Woche. Mhm. Meine Kleine, die hat bis gestern mit der Haut immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Sich aufgekratzt, war wirklich alles offen, der ganze Körper. Mhm. Und
Ich kenne das selber von mir, weil ich früher auch mit der Haut sehr starke Probleme hatte. Allergisches Asthma und Neurodermitis und sowas. Und es wurde halt gesagt, ja, ist vererblich. Ne? Und ich hatte von Anfang an die Angst, dass es bei ihr auch passiert. Und zwar die Angst in dem Moment, wo ich abstille. So gesagt, getan. Ich habe komplett abgestellt und wusch, ausgebrochen. Davor hat es nochmal wieder gezeigt und dann ist ausgebrochen. Und wir sind dann wirklich zum Arzt gerannt, zum Heilpraktiker und alles gemacht. Ich habe gesagt, nein, Cortison und sowas, das will ich nicht. Und es ging wirklich jetzt mehrere Wochen lang. Und dann war der Moment da, wo ich sagte, halt, stopp mal. Wo lenke ich denn eigentlich meine ganzen Gedanken hin? Und mein Fokus war nur darauf, oh Gott, da hat sie sich wieder aufgekratzt, oh Gott, die Haut ist schlimm, oh Gott, da juckt sie's, jetzt juckt sie schon wieder und. Nur Und da. wahrscheinlich noch ein schlechtes Gewissen gehabt, dass es vielleicht noch von dir, das kommt ja auch noch erschwerend Genau. dazu, Genau. geärgert quasi, wie uns das dann so schön übergestülpt wird, ne? Genau. So. Das heißt, mir ging es einfach nur richtig, auf Deutsch gesagt, miserabel. Ne? Und ich habe aber wirklich meinen Fokus erstmal nicht weglenken können, weil ich ja dann wirklich 24 Stunden am Tag dieses Kind so gesehen habe. Und da habe ich gesagt, nee, stopp mal. Und ich habe die Bilder durchgekramt und mir die Bilder ausgedruckt, wo die Haut noch so richtig schon Pfirsichhaut war. Ausgedruckt und dann mir das auf ein Blatt Papier geklebt und außenrum geschrieben, wie will ich es haben? Wie ist es im Optimalfall? Und wirklich Pfirsichhaut, sie schläft ganz entspannt ein. Sie wächst auf, sie kann alles essen, was sie möchte. Sie kann trinken, was sie möchte. Und die Haut ist einfach babyweich und sie fühlt sich gut und ist jeden Tag ausgeschlafen und. Und ich habe jeden Tag, so oft es geht, ich habe dieses Ding, es ist bloß noch so ein Knüllzettel eigentlich, auch in der Hosentasche gehabt und wirklich immer wieder raus und angeschaut und mir das vorgestellt und Videos angeguckt von ihr vor ein paar Monaten, wo alles noch wirklich so schön war. So, und das habe ich, lass mich mal überlegen, 6 Wochen ungefähr ist es her, wo ich das angefangen habe. Und seit letzter Woche Donnerstag hat die Haut angefangen abzuheilen. Und die Haut ist jetzt wirklich Pfirsichhaut innerhalb von einer, ja, knappen Woche. No. Pfirsichhaut, im Moment ist noch juckend da, aber Pfirsichhaut überall. Und also noch ein paar einzelne Stellchen, wo es einfach offen war. Und ich hatte Impulse dann in dieser Zeit. Ich hatte Impulse, dass ich auf einmal in den Bioladen gegangen bin und ich habe nach einer Creme gesucht. Und bin dann da rein und die haben mir empfohlen, das und das und das. Und ich habe gar nicht gewusst, was suchst du eigentlich? Und dann bin ich zielstrebig auf eine Creme zu, die habe ich genommen und es war wirklich, wo eigentlich nichts drin ist, sondern einfach nur der Haut Fett und Feuchtigkeit gibt. Naturkosmetik mitgenommen, da sie angefangen einzucremen damit. Sie hat kein Cortison oder irgendwas bekommen. Ne? Und die Ärzte auch zu mir, du musst in eine Cortisolklinik, wo halt mit Cortison und also mit UV-Bestrahlung und allem möglichen und Ausschlussdiät gearbeitet wird, nur Kartoffeln eine Woche lang und so ein Zeugs. Da ist halt, nee. Diese Creme mitgenommen. Und der zweite Impuls war, trotzdem nochmal auf die Ernährung zu gucken. Und ich habe selbst einfach dann so reingefühlt, was braucht sie denn jetzt? Und ich bin dann auf ein Buch gestoßen, das in die 80er Jahre geschrieben worden ist. Und das habe ich mir bestellt bei Amazon. Und habe dann auch halt sehr viele Rezepte aus diesem Buch gekocht. Und ich war im tiefen Vertrauen, Pfirsichhaut, Pfirsichhaut, Pfirsichhaut. Ja. Und heute ist eine Pfirsichhaut. Sehr Und schön. jetzt gehe ich noch in dieses Kratzen rein, dass das quasi entspannt alles noch ist. Ja, und Ende dieses Jahres ist es durch. Ja, und es ist, also vielleicht merkst du es, ich sage das mit einer Entschiedenheit, das ist so. Für mich ist kein Zweifel dran. Und das ist der Punkt. Ich zweifle nicht. Ich halte fest. Denn was ist, wenn es doch möglich ist?
Genau. Mir kommt sogar, ich würde sogar jetzt noch einen Schritt weiter gehen, weil ich weiß, du hast ja auch Hunde. Und ich weiß, wenn man ja Tiere hat, das sind ja letzten Endes Familienmitglieder. Und wenn das Tier krank ist, ist man selbst ja auch krank. Also diejenigen von euch, die Haustiere haben, die wissen das wahrscheinlich, ne? Wenn Hund oder Katze irgendwie was hat, man macht sich ja Gedanken drum. Und auch da könnte man es ja genauso anwenden. Also Genau. der Punkt ist ja, ihr wendet es ja eh an. Ja. Also, ihr wendet es eh an, nur auf Autopilot und meistens für die Dinge, die ihr nicht haben wollt. Ja, So, und genau. jetzt geht es darum, bewusst anzuwenden, die Stellschrauben in sich noch zu drehen, dass es dann auch wirklich Realität wird. Und da gehören einfach ein paar Schritte dazu, die man Ja. noch machen darf. Und ich weiß von mir selber, ich habe es allein bis zu einem gewissen Punkt geschafft. Und dann sind mir meine inneren Programme, die einfach so gewohnt sind, immer wieder abgelaufen, die mich einfach dann festgehalten haben. Ja. Ja, und da bin ich heute noch so dankbar, dass ich da jemanden an der Seite gehabt habe, der mit einem Blickwinkel drauf schaut, hey, alles ist möglich und ich weiß, dass du das auch kannst und meine Stellschrauben wirklich gedreht hat. Ja, das ist das mit das Wertvollste dabei, einfach eine Begleitung von außen zu haben, weil man ja nichtsdestotrotz so in seinen eigenen Kram gefangen ist. Und zwei Dinge würde ich jetzt mal noch gern ansprechen. Das eine hast du jetzt unterschwellig schon zwischen den Zeilen bei deinen Erläuterungen und bei deinen eigenen Erfahrungen eigentlich schon weitergegeben. Ich würde es gerne noch mal verdeutlichen. Es ist nicht damit getan, nur positiv zu denken, sich ein optimales Bild jetzt mit der Pfirsichhaut zu nehmen und immer wieder anzuschauen, sondern es ist auch ganz wichtig, entsprechende Handlungsschritte daraus erfolgen zu lassen. Ne, weil du das ja eben gesagt hast, du hast irgendwie den Impuls gehabt, in den Bioladen zu gehen und da so eine gewisse Creme und dann plötzlich war die Creme da. Die war vorher wahrscheinlich nicht da, aber in dem Moment war sie da. Ne? So. Und da vielleicht auch noch ganz wichtig, du musst am Anfang noch nicht wissen, wie Ja. du das Ziel erreichst. Das kommt, wenn du dich darauf einlässt und dich damit beschäftigst. Dann auf einmal kommt irgendwas. Genau. Und dann ist es wichtig, diese Impulse wahrzunehmen. Die poppen ja auf, die kommen ja irgendwo her, die überhaupt zu erkennen und dann entsprechend ins Handeln zu kommen. Und sei es, ich kenne das auch nur zu gut von mir, dass plötzlich der Impuls kommt, in den Bioladen zu fahren. Und man weiß auf dem Weg dahin noch gar nicht so richtig, warum, aber man weiß, man muss jetzt in den Bioladen fahren. Und wenn man rausgeht, weiß man warum. Ne? Und sei es, mir kam gerade so ein, was jetzt nicht wirklich wichtig ist, aber ich bin in einen gewissen Bioladen gefahren und habe dort genau den Nagellack gefunden, den ich eigentlich im Ausland in Indonesien gesehen hatte, in Bio-Nagellack. Ich weiß gar nicht, wie der nach Indonesien kommt, aber in dem Bioladen habe ich nachher zu meinem Mann gesagt, ich war heute dort, ich wusste eigentlich gar nicht, warum ich dorthin fand, aber die hatten den Nagellack dort. Ich meine, das ist jetzt nicht primär wichtig, was für Nagellack man hat oder nicht. Aber nur mal so als Beispiel, fällt mir jetzt gerade mal so ein. Ja. Also, sich klar zu werden, was willst du wirklich, zuerst mal aufschreiben, um es nochmal zusammenzufassen, weil es ist ja jetzt ganz viel, was wir hier auch schon mal mit euch teilen. Erstmal aufschreiben, was willst du alles in deinem Leben nicht mehr? Damit ist man schon mal beschäftigt, und zwar in allen Bereichen, beruflich, gesundheitlich und eben auch privat, in der Partnerschaft. Das Ganze zu wandeln, in Bildern zu visualisieren, die entsprechenden Impulse zuzulassen, um dann entsprechend da auch ins Handeln zu kommen. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu, wo ich vorhin gesagt habe, ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Weil wir werden ja ganz viel gedacht. Zum größten Teil werden wir ja gedacht. Und da poppen ja immer so viele Gedanken im Unbewussten auf. Im wahrsten Sinne des Wortes, im Unbewussten. Die gilt es ja auch zu erkennen. Und da ist es dann einfach auch so förderlich, wenn man auch das erkennt und da auch etwas an Hand hat, wie ich denn damit umgehe. Kannst du da noch was mit uns teilen, Sabrina, aus deiner eigenen Erfahrung? Ja,
Das sind einfach ganz oft diese ja, Autopilotprogramme. Ja, genau. Also genau. Dann, wo auf einmal von im Außen irgendwas auftaucht und dann ist man wirklich wie so auf einer Einbahnstraße gefangen und reagiert nur noch. Ja? Und hier ist es ganz wichtig, dass man diese ja, Paradigmen, nennt man das, also Paradigmen ist so ein ja, Geflecht aus Gedanken und Handlungsmustern und dass man die wirklich erkennt. Dass man die erkennt, sich denen bewusst wird und die dann auch wirklich auflösen kann. Und ich kenne das, sag ich mal, vor allem, wenn es darum geht, zum Beispiel, nimm mal Beruf. Mhm. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich mir, sag ich mal, vorstelle, ja, ich habe diesen Monat, weiß ich, 10 Kunden oder sowas. Und dann ist auf einmal der 20. Es ist noch kein neuer Kunde da. Dann geht auf einmal der Autopilot an und sagt, um Gottes Willen, jetzt schaffst du das nicht mehr und. Ja, und wie sollst du jetzt dein Geld und wie sollst du das machen und. Und du fühlst dich miserabel und du handelst nur noch aus der Angst heraus. Mhm. Und das kenne ich wirklich zu gut, weil es mir auch immer wieder so gegangen ist. Ich so, und jetzt. Und hier ist es einfach wichtig, dass dieses Paradigma, das in einem da abläuft, dass man da wirklich ganz genau hinschaut. Denn wenn wir das nämlich auflösen, dann hat uns, sage ich mal, dann haben uns die Umstände nicht mehr in ihrer Gewalt. Weil was passiert, wenn Umstände da sind und du bewertest dir, dann reagierst du nur noch drauf. Und in dem Moment, wo du reagierst, bist du in so einer Art Opferrolle drin. Du kannst nicht mehr aktiv entscheiden, du kannst nicht mehr wirklich bewusst handeln. Wenn du aber, egal was da kommt, erstmal als es ist halt einfach siehst und dann aber agierst, ändert sich alles. Das steckt schön in dem Wort drin. Reagieren und agieren. Ja. Das ist der entsprechende Unterschied. Und das sind diese 5 wesentliche Dinge, die es da einfach zu beachten gilt. Und dann ist wirklich alles möglich. Mhm. Und wenn man dann natürlich noch jemanden an seiner Seite hat, der einem immer wieder dann natürlich auch so die Hilfestellung gibt und einen ermutigt, weil wir sind ja dann auch so süß, dass wir denken, okay, in einer Woche ist alles in Butter. Weil wir so ungeduldig sind. Ich bin ja auch so ein ungeduldiger Rabe. Ich weiß, wie Geduld geschrieben wird, aber und kenne das aus meinem früheren Leben auch, dass ich dann dazu geneigt war, nochmal ins Schneckenhaus zurück, funktioniert nicht oder keine Ahnung. Das ist so wertvoll, wenn man da wirklich jemand an seiner Seite hat, der einen da einfach irgendwo betreut. Ne? Ihr Lieben, habt ihr noch eigene Beispiele und Fragen? Jetzt wäre ein ganz, ganz guter Zeitpunkt, die ins Kommentarfeld zu schreiben, damit wir da noch drauf eingehen können. Ich gucke mal hier auf meinem Handy, was ihr da so reingeschrieben habt. Bitte, bitte nutzt jetzt die Chance und stellt mal noch Fragen, wenn ihr eigene Beispiele habt. Wenn zum Beispiel was aufpoppt, wo jetzt so du beobachtet hast, ja, die können gut reden. Aber bei mir ist das anders. Bei mir ist das so und so. Oder ich stecke gerade in der Situation. Heute Morgen hat mir einer erzählt, die halt, ja, da läuft es fast wirklich total über im Moment und die jetzt einfach vom Kopf her versucht, da irgendwas nur hinzukriegen. Das funktioniert natürlich sehr, sehr schlecht oder im Prinzip eigentlich überhaupt nicht, wenn man mit dem Kopf versuchen, alles hinzukriegen. Also wenn du jetzt zu denjenigen gehörst und sagst, bei mir ist das anders, bei mir ist das so und so, bitte schreib es jetzt ins Kommentarfeld rein, dass wir da auch noch drauf eingehen können, dass wir da mal noch ein paar Beispiele einfach dir bringen können, wie du einfach damit umgehen kannst. Weil wir wollen dir ja hier richtig einen Mehrwert einfach auch heute Abend liefern. Ja. Manifestation von Geld. Ein Thema, ein Lieblingsthema. Das wäre wohl eine Frage hier. Wie ist denn die Frage genau? Die Julia hat einfach nur hingeschrieben, Manifestation von Geld. Kannst du dazu was sagen? Okay. Geld bestellen. Also, da geht es ja auch nochmal drum, was wir vorhin schon angesprochen haben, ganz klare
ans Universum auch raussenden, wie genau will ich es haben? Wenn ich einfach nur ans Universum raussende, ich will mehr Geld, dann habe ich im nächsten Monat vielleicht 1 Euro mehr auf dem Konto. Dann habe ich ja schon mehr Geld. Ja. Also hier geht es auch wieder darum, einfach zu sagen, okay, mehr Geld. Was bedeutet mehr Geld? Ist mehr Geld einen Cent mehr? Ist mehr Geld 10 Euro im Monat mehr? Oder ist mehr Geld 500 Euro im Monat mehr oder 10.000? Was ist es? Ja? Also hier geht es auch wirklich nochmal darum, dir erlauben, ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, was will ich wirklich, wenn alles möglich ist? Mhm. Ja? Und da habe ich mal so eine schöne Übung kennengelernt, dass du dir einfach mal die Zahlen vorsagst, zum Beispiel 100 Euro im Monat, 200 Euro, 500 Euro. Und du gehst einfach immer weiter nach oben, ja, bis zu 1 Million wegen mir. Und an der Zahl, wo du auf einmal merkst, es wird auf einmal so ein bisschen warm oder irgendwas verändert sich, bei dieser Zahl kannst du erstmal bleiben. Mhm. Ja, also wenn du sagst, okay, das sind 5.000 im Monat, super. Dann ist das deine Zahl und dann sagst du auch, ja, also mein Ziel 5.000 Euro monatlich. Und nicht ich will, sondern hey, mein Ziel ist, ich habe 5.000 Euro monatlich. Ja, ab Dezember 2019 oder ab Januar 2020. Mhm. Also sei da wirklich konkret. Was, wenn alles möglich ist? Mhm. So, und dann geht es aber darum, dass du anfängst, dich da auch reinzudenken. Hey, wie fühle ich mich denn, wenn ich 5.000 Euro monatlich auf dem Konto habe? Welche Gefühle kommen dann hoch? Was würde ich denn mit diesem Geld tun? Weil sind wir mal ehrlich, bloß Geld, um Geld zu haben, will keiner. Du willst dir das Geld für irgendwas. Das heißt, du darfst dir mal klar darüber werden, für was möchte ich denn das Geld? Will ich es für Urlaub, für Klamotten, für Wellness, für was auch immer? Und da geht es weiter. Du darfst dir ausmalen, hey, was mache ich mit dem Geld? Wie fühle ich mich damit? Du darfst dich da drin schon sehen. Ja, also das sind wir auch wieder dabei. Stell es dir vor, wie ist es? Fang an damit und lass die Gefühle hochkommen. Pack wirklich in dein Ziel Emotionen rein. Ja. Und im Hinblick auf Geld, falls der ein oder andere jetzt denkt, jetzt hangen die schon wieder mit dem Geld an. Ich weiß, dass viele, und das ist auch eine Intention von mir, was mir so viel Freude macht, jeden Monat einfach zu spenden, was weiterfließen zu lassen. Auch das kann eine Intention sein, mehr Geld ins Leben zu ziehen, um es weiterfließen zu lassen, um andere wiederum zu unterstützen. Ja, das war von mir zum Beispiel immer eine Intention, also ein großes Warum. Warum möchte ich viel Geld im Monat verdienen? Ja. Weil dadurch kann ich viel bewirken. Ja. Ja. Und da lege ich euch wirklich ans Herz, umso mehr du dir erlaubst zu wachsen, umso mehr du dir allgemein erlaubst an Geld, Liebe, Erfüllung, Wohlstand, umso mehr kannst du weitergeben. Mhm. Ja? Und da gebe ich immer so ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Wenn du monatlich 1.000 oder 1.500 Euro verdienst, was kannst du dann wirklich bewirken? Ja, du kannst vielleicht, ich sage jetzt mal 20, 50 Euro spenden. Verdienst du aber monatlich 10.000, 50.000, 100.000, was auch immer, auf einmal werden aus diesen 50 Euro oder 20 Euro 200, 300, 2.000 Euro und du kannst so viel bewirken, nur weil du entschieden hast, du erlaubst dir auch in die Größe zu kommen. Ja. Und da habe ich auch wirklich angefangen, mir Projekte rauszusuchen. Hey, wen will ich denn unterstützen? Was will ich unterstützen? Und da dann wirklich am Anfang mit kleinem Budget angefangen, mal 2 Euro schnell überwiesen. Ja, und auf einmal sind es halt 200 oder 2.000 Euro, wo ich dann halt überweise. Mhm. Ja, und das geht nur, weil ich mir erlaubt habe, zu sagen, was ich will und wirklich dafür zu gehen. Ganz genau. Ja? Ganz genau. Und Geld ist einfach auch nur Energie. Ja. Ja, es ist nichts anderes. Alles andere sind Glaubenssätze, die dranhängen. Ja. Wie ein Hammer. Mit einem Hammer kann ich einen Nagel in die Wand schlagen, um ein schönes Bild aufzuhängen. Ich kann aber auch jemanden mit verletzen. Mhm. Und Geld ist auch einfach eine neutrale Energie. Genau. Gut, dann schaue ich mal hier noch.
Die Conny schreibt, wie werde ich bewusster? Es ist so schwer, bei sich zu sein. Ich kenne das auch, ja. Also erstmal würde ich dir da wirklich empfehlen, liebe Conny, dass du dich mal beobachtest. Dass du wirklich mal beobachtest, was erzählst du dir den ganzen Tag. Einfach erstmal nur achtsam, komplett bewertungsfrei deinen Gedanken gegenüber. Und das erstmal wahrnimmst. Na, dann wird dir da schon mal so Aha-Momente aufgehen. Oh Gott, also bei den allermeisten ist es so, dass sie am Ende vom Tag sagen, oh Gott, was denke ich denn für einen Mist? Ja. Ja. So, das ist das Erste. Und dann dich einerseits dafür zu entscheiden, ab heute denke ich mir hilfreiche Gedanken. Und dir auch wirklich überlegst, hey, was will ich denn denken, was will ich wirklich? Und hier jede Minute des Tages dein Bewusstsein, ja, wir haben ja nur 5% Bewusstsein ungefähr, bewusst dich dafür entscheidest und dir diese neuen Geschichten immer wieder erzählst. Und dich auch bewusst mit diesen Themen beschäftigst. Du kannst dir bewusst, sag ich mal, kleine Mind-Movies zum Beispiel anschauen. Gibt es auf YouTube zum Beispiel auch. Du kannst dir selber Affirmationen auch sagen. Ja, du kannst wirklich bewusst dein Unterbewusstsein füttern. Und es fängt aber mit der Entscheidung an. Ja. Mit der Entscheidung, dass du es wirklich willst. Ja, genau. Na, ohne Wenn und Aber. Und Entschiedenheit meint, dass es nur noch diese Möglichkeit gibt. Es gibt nicht Plan A und Plan B und Plan C. Es gibt nur noch diesen Plan. Und der wird verfolgt. Und wenn dann wieder irgend so ein kleiner Quatsch hier hochkommt, irgend so, ich sage immer, so ein kleiner fieser Angstzwerg von deinem Unterbewusstsein, dann heißt es einfach, ah, du bist wieder da, nö, danke, ich habe meinen Plan. Ja. Und ich weiß selber, dass es am Anfang, wenn man das wirklich durchzieht, denkt man sich die ersten Tage, oh mein Gott, ich mache nichts anderes, außer zu sagen, stopp, will ich nicht. Aber es ändert sich dann sehr schnell. Ja. Es ist eine Übung. Es ist ein Dranbleiben. Es ist eine Übung. Und wenn wir uns zurückerinnern, mal als Beispiel, als wir in der Schule gelernt haben, Rollstuhlfahrer zu schreiben, wie mühselig war das? Oder ja, als wir mit 18 einen Führerschein gemacht haben, Bremsen, Kupplung schalten, Blinker setzen, Schulterblick, nochmal nach vorne gucken, noch, wie anstrengend war das? Und wie viel Energie hat uns das gekostet? Und jetzt hocken wir uns ins Auto und wundern uns, wie sind wir denn da angekommen, sind wie hypnotisiert unterwegs. Ne? Genau. Und so ist das hier auch. Die erste Zeit ist es einfach vielleicht mal ungewohnt und kostet auch vielleicht mal ein bisschen Energie. Und das ist da einfach auch nochmal der Knackpunkt. Wenn man da wirklich jemanden an seiner Seite hat, der einen immer wieder darauf hinweist, kann man sich wie beim Lehrer in der Schule das viel, viel schneller aneignen und dranbleiben. Und dann ist es in viel kürzerer Zeit von einem anderen Erfolg gekrönt auch, ne? Ja. Genau. Gut. Also, die Julia schreibt noch, dieses Dranbleiben, wenn am 20. etwas noch nicht da ist, kenne ich nur zu gut. Ja, genau. Und dann machen so viele einfach den Fehler, jetzt ist der 20., jetzt ist es gelaufen für den Monat. Nächsten Monat auf ein neues. Da kann man es ja auch wandeln und sagen, hey, jetzt haben wir den 20., die nächsten 10 Tage funktioniert es jetzt. Was kann ich jetzt tun? Welche Handlungsschritte? Was ist jetzt erforderlich? Und jetzt nicht aufgeben. Ne? Jetzt erst recht. Jetzt erst recht, genau, ist auch so ein Motto von mir. Und hier darf ich gleich mal einwerfen, da geht es wieder darum, man lässt sich von außen, von Umständen beeinflussen und man reagiert nur noch. Ja, genau. Und das ist immer wieder dabei. Ja? Ja. Und du wirst nie die Realität erschaffen, die du wirklich willst, wenn du reagierst. Mhm. Ja? Und wenn es noch nicht da ist, wann du es bestellt hast, sage ich jetzt mal, na, dann liegt es meistens an zwei Dingen. Oder an einer zwei Dinge. Entweder hast du nicht exakt gefragt, was du willst. Zu unklar. Mhm. Oder aber du bist nicht entschieden genug gewesen und hast reagiert und deinen Zweifeln wieder die Oberhand gegeben. Hm.
Mir fällt sogar noch ein weiterer Schritt ein, oder ich war einfach zu sehr auf mich noch alleine gestellt und Ja. habe die Handlungsschritte, die Impulse, die das Universum mir eigentlich geschickt hat, was es gebraucht hätte, zum Beispiel in den Bioladen zu fahren, nur mal als Beispiel, damit du weißt, was ich damit meine, habe das nicht wahrgenommen und deshalb ist die Bestellung nicht geliefert worden, ne? Weil Impulsen darf man folgen und diese Impulse darf man auch wirklich wieder lernen zu hören. Ja. Na? Das hat uns ja niemand beigebracht, sondern die sind ja alles gedeckelt, ne? Ja, weil es ist ja immer, man hört irgendwas und denkt sich dann so, oh, wow, will ich? Und das kann am Anfang manchmal so ein kleiner Flügelschlag von einem Schmetterling sein. Ja. Und den gilt es wirklich wahrzunehmen. Und alles, was danach kommt, ist der Autopilot. Ja. Was wir eingetrichtert bekommen haben. Ja. Ja? Und dann gilt es halt einfach trotzdem, den Impuls zu folgen, egal was da noch kommt, zu sagen, tue ich jetzt, mache ich jetzt. Will ich. Genau, gut. Die Elke schreibt, wie kann ich Glaubenssätze drehen? Also Glaubenssätze, sag ich mal, sind das eine, was aber viel tiefer geht, sind diese Paradigmen. Ja, und darum geht es quasi auch in der Arbeit, die Bob Proctor vermittelt. Weil Glaubenssätze, als Beispiel, Geld verdienen ist total schwer. Ja? Kann ich natürlich einfach sagen, nö, drehe ich um und sage, Geld verdienen ist total leicht und macht riesengroßen Spaß. Und dann kann ich mir das wirklich wie eine Affirmation immer wieder vorsagen. Und der Punkt ist, es hängen so viele Dinge noch dran. Ja. Ja, also Geld verdienen ist total schwer, da hängt Existenzangst mit dran, es hängen Unsicherheiten dran, es hängt der Selbstwert mit dran, es hängt dran, was erzähle ich mir denn immer, was denke ich darüber. Also es sind so viele Facetten, die da noch mit reinspielen. Mangelndes Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, ich darf es mir nicht erlauben zu empfangen, ich bin es nicht wert, ich bin zu klein. Mit Genau. dem, was ich hier in mir trage, kann ich sowieso kein Geld verdienen. Ne? Oder ich bin es nicht wert, in der Firma befördert zu werden. Und dieser ganze Kram hängt da letzten Endes dran, auf einer unbewussten Ebene. Genau. Aber auch, wie verhältst du dich denn? Ja, also Geld verdienen ist total schwer. Wie gibst du Geld denn zum Beispiel aus? Was denkst du, wenn du Geld ausgeben musst? Ja. Ja, wenn du, sag ich mal, zum Bäcker gehst und da was bezahlst. Ja, also das ist alles, was in dieses Paradigma mit reinfällt. Und das gilt zu lösen. Ja. Ja, und deswegen reicht es nicht einfach nur zu sagen, ich drehe das jetzt mal schnell um, sondern es darf tiefer geguckt werden, ehrlich tief geguckt werden. Wenn du wirklich sagst, ich will das echt lösen und ich will, dass Geld leicht und mit Spaß in mein Leben kommt, dann darf das so ein bisschen mehr noch gedreht werden. Also nicht einfach 180 Grad drehen, das ist ein super Anfang, aber darf noch tiefer geschaut werden. Ja, näher hingeschaut werden, ne? Genau. Okay, die Esther schreibt, wie mache ich das mit dem Übersinnlichen, damit ich kommunizieren kann mit den Engeln und dem Jenseits? Verstehe ich jetzt nicht? Ich auch nicht. Esther, bitte noch mal ein bisschen konkretisieren. Was meinst du mit übersinnlich und kommunizieren mit Engeln und dem Jenseits? Also bitte gerne noch mal reinschreiben, ein bisschen konkreter, damit wir da gerne auch drauf eingehen. Bianca schreibt, hallo zusammen, ich nehme sehr viel von außen auf. Wie schaffe ich es, bei mir zu bleiben und mich zu schützen vor Erwartungen und Gedanken und Gefühlen anderer? Da geht es halt darum, ganz klar noch mal zu, da sind wir bei dem ersten Schritt, noch mal aufschreiben, was genau will ich alles nicht mehr und das dann wandeln. Ja, und du kannst dir vielleicht auch die Frage stellen, ist das wirklich meins? Ja? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil da spielen viele Dinge mit, wo wir in frühester Kindheit gelernt haben, uns zu verbiegen und uns so zu verhalten, um es anderen gerecht zu werden. Das zieht sich ja auch wie so ein Faden durch, weil wir haben sehr wohl alle so eine Feinfühligkeit mitgebracht, dass wir sehr wohl schon gleich gemerkt haben, wenn ich mich so und so verhalte, dann bekomme ich mehr Liebe, Lob und Anerkennung von Mama, von Papa, von Opa, von Oma, von meinem Umfeld.
Und so haben wir uns verbogen, weil wir haben nach einem Gelächtstier als kleine Kinder und lächzen heute immer noch danach. Ja. Nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung. Und da sind wir alle zum großen Teil nicht satt geworden. Und ja. Das führt dann im Erwachsenendasein dazu, dass wir auf einer unbewussten Ebene immer noch versuchen, weil da einfach Paradigmen dranhängen, es anderen gerecht zu machen. Und so hat sich das ja durchgezogen in der Schule später, als wir eine Lehre gemacht haben oder im Studium haben wir uns den Uni-Vorschriften unterworfen und. Das sind die Dinge, die sich da durchziehen. Da gilt es anzusetzen. Genau. Die Huberta schreibt, wie kann man es nutzen, wenn ein Familienangehöriger schwer chronisch krank ist? Was kann man da bewirken? Wie kann man da ein Beitrag sein? Also es geht um die chronische Krankheit eines Familienangehörigen. Genauso. Du gehst wirklich in diese Idee rein, was, wenn alles möglich ist. Wie darf sich diese Person fühlen? Wie ist es? Wie bist du mit ihr unterwegs? Was tust und machst du? Und gibst da wirklich die Energie hin? Ja. Ja? Das ist, sage ich mal, ein ähnliches, aber auch, sage ich mal, so ein Gesundheitsbeispiel mit meiner Tochter. Ja. Ja? Ich habe diesen Raum aufgemacht. Und bin felsenfest davon überzeugt, dass es so ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie komplett gesund ist. Mhm. Und du merkst meine Wortwahl. Nicht wird, sondern ist. Genau. Ja? Ich lebe jetzt schon in dieser Realität. Das ist ganz wichtig, weil diesen Dingen geben wir ja dann Energie und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dann ich will, dass die Tochter frei von Neurodermitis und Hautproblemen ist, dann gebe ich dem Wunsch, dem Wollen Energie und dann kann der Wunsch wachsen, dann kann die eigentlich dahinterliegende Realität nicht zur Lebenswirklichkeit werden. Ja. Das sind so die Feinheiten dann einfach. Und gerade hier noch bei dem Thema chronisch krank, da wird ja so ein Apparat über uns gestülpt, wenn so eine Diagnose gestellt wird. Ich habe zum Beispiel mich geweigert, eine Diagnose zu bekommen. Ja. Ich habe keine Ahnung, was eine Diagnose ist. Ist mir auch total egal. Ja, genau. Glaube ich nicht. Ne? Genau. Und der Punkt ist, dieses, ich möchte das gerne, dass das so wird, das kommt aus einem Mangel heraus, aus einem Druck. Es ist was falsch. Und dieses, es ist was falsch, ich will weg davon, kreiert ja noch mehr Mangel. Genau. Ja? Wenn ich aber auf etwas hingehe, das in meinem Kopf jetzt schon da ist, dann bin ich jetzt schon in einer Fülle Energie. Und diese Fülle Energie lässt ganz andere Gedanken, ganz andere Gefühle, ganz andere Möglichkeiten zu. Ja? Und durch diese anderen Gefühle kommen einfach andere Impulse, wie es bei meiner Tochter dann einfach war. Ich muss jetzt in diesen Bioladen auch. Ja. Und ich muss da jetzt rein. Und ich habe irgendwie, da gibt es irgendwas. Genau. Und, rein und die hat mich beraten und ich habe gesagt, ja, red. Und das hat dann einfach gepasst. Ja, ja. Ja. Und so ist es dann auch. Genau. Also, liebe Huberta, auch da ist alles möglich. Die Hilke, wie kann ich mit uralten Triggern umgehen? Das heißt, was mache ich, wenn ein bestimmtes Verhalten von Familienmitgliedern immer wieder negative Emotionen auslöst? Auch erstmal dich fragen, wie willst du es denn haben? Ja, also wie soll es denn sein? Also wie möchtest du dich, sage ich mal, fühlen? Wie möchtest du, dass diese Situation wirklich abläuft? Schreib dir wirklich einen Film auf. Wie soll es denn wirklich sein? Also nehmen wir mal an, XY tut
eine bestimmte Sache. Ja, also, sag jetzt mal, Beispiel, du bist daheim, Mann kommt heim und zieht sich um und wirft seine Klamotten einfach irgendwie achtlos irgendwo hin. Vielleicht triggert dich das dann total, weil du denkst, oh, ich habe doch gerade sauber gemacht und der könnte das doch aufräumen und nimmt er mich denn nicht wahr und so eine Spirale. Dann geht es erstmal darum, dass du dir klar wirst, hey, wie möchte ich es denn eigentlich wirklich haben? Was wünschst du dir? Wie soll es sein? Ja, also nicht nur, wie das dann, sage ich mal, die Ordnung hier abläuft, wie der ganze, das Ganze nach Hause kommen ist, wie die Begrüßung ist, wie die Gefühle dann zueinander sind und die Wertschätzung. Und das darfst du dir erstmal klar machen. Wie willst du es wirklich haben? Ja. Und dich damit identifizieren. Wie fühlst du dich denn dann damit? Ja, also du merkst, ich gehe immer wieder auf diese Gefühle ein. Denn Gefühle sind sowas Machtvolles. Aus den Gefühlen kommen Impulse. Ja. Und dann kommen die Impulse, wie du da was verändern kannst. Weil in dem Moment, wo du sagst, jemand anders ist schuld, ja, der triggert mich, das triggert mich, gibst du ab. Und in dem Moment, wo du abgibst, kannst du nichts verändern. Wenn du aber sagst, nee, es ist ja in mir irgendwo ein Andockpunkt. Und wenn ich das verändere, verändere ich das im Außen auch. Dann kann die Veränderung stattfinden. Ja, genau. Genau. Okay. Bianca schreibt noch, ich mache die Erfahrung, dass ich sehr viel Energetisches von außen aufnehme und beeinflusst werde in meinen Gefühlen. Wie kann ich mich gut schützen vor fremden Einflüssen und wirklich nur meine Bilder und Gefühle haben darf? Oft weiß ich nicht, was wirklich meins ist. Also da würde ich jetzt mal sagen, du weißt schon, was deins ist. Genau. Du darfst wirklich nur mal dich genau dir erlauben, dir zuzuhören. Ja. Ja? Dass du wirklich, wenn du was aufnimmst, dass du erstmal stehen bleibst, innehältst und dich wirklich bewusst zeigst, ah, okay, das nehme ich jetzt wahr. Dieser Gedanke ist da, dieses Gefühl ist da, dieses Bild. Ist das meins? Und wenn so ein Zögern kommt oder so ein ja, also wenn kein eindeutiges Ja kommt, dann heißt es, nö, ist nicht meins. Will ich es behalten? Ja, okay. Und wenn Nein kommt, dass du dich bewusst entscheidest, nee, brauche ich nicht. Und du wählst dir was Neues. Genau. Super. Die Andrea fragt, ich habe oft Probleme, den Kopf zu bremsen und das Herz sprechen zu lassen. Also den Kopf zu bremsen. Dann fütter deinen Kopf wirklich ganz bewusst auch mit den Dingen, die du erleben willst. Ja, du kannst dich entscheiden, dass dein Kopf, also dein Bewusstsein, immer wieder darüber nachgrübelt, was denn passieren könnte, was Schlimmes passieren könnte, was nicht möglich ist und. Oder du kannst wirklich deinen Willen nutzen, deine Willenskraft und sagen, gut, liebes Bewusstsein, lieber Kopf, jetzt möchte ich diese Geschichte haben. Bewusst dafür entscheiden, wie wenn du zum CD-Spieler gehst oder zum Schallplattenspieler und eine neue Schallplatte auflegst. Du triffst bewusst diese Entscheidung. Ja. Jede Minute aufs Neue. Und wenn du die neue Schallplatte 100-mal auflegen musst, egal. Dranbleiben heißt es da wirklich. Ja, genau. Das Dranbleiben, das ist so das Thema, wo wir dann meistens dran scheitern, wenn wir eben auf uns alleine gestellt sind. Deshalb ist es so wertvoll, wenn man da eine Begleitung hat. Und da dürfen wir euch auch was ganz Besonderes heute anbieten. Aber bevor wir dazu kommen, ich möchte nochmal zusammenfassen. Es geht wirklich im ersten Schritt darum, dir ganz klar bewusst zu werden, was willst du nicht mehr, das dann zu wandeln, entsprechend mit einem Medium wirklich das zu visualisieren, wie Sabrina das vorhin so schön ausgeführt hat und wie ich ja auch jetzt schon seit Jahren damit arbeite, sonst würde ich ja auch nicht dort stehen, wo ich jetzt stehe und wäre nicht völlig ortsunabhängig unterwegs und würde nicht mein Traumbusiness hier machen und könnte dir nicht dabei helfen, deinen Seelenplan zu entdecken und solche Dinge.
Und dann geht es aber auch darum, diese Paradigmen, die sich dahinter verbergen, also Unterbewusstsein, Unbewusstes und die Paradigmen, die da angedockt sind, die eben auch zu erkennen und zu wandeln. Dir wirklich, so wie du dir jetzt ständig Geschichten erzählst, dir ständig andere Geschichten zu erzählen. Und dann können wirklich, können ist eigentlich das Falsche, dann werden einfach großartige Dinge geschehen. Auch die Impulse zulassen, welche Handlungsschritte sind jetzt erforderlich. Ja. Und dann passt das. Ne? So, und wenn du, meine Liebe, mein Lieber, jetzt erkannt hast, dass wirklich alles möglich ist, anhand dieser Beispiele, dann haben wir jetzt was ganz Besonderes für dich, denn was ihr jetzt mitbekommen, die Sabrina hat direkt bei Bob Proctor die Ausbildung gemacht. Ich arbeite ja auch schon eine Weile damit und kann alles nur total unterstreichen, was Sabrina da gesagt hat. Das hast du wahrscheinlich auch in meinen Ausführungen gehört, wie sehr ich dahinter stehe und wie sehr das auch mein Leben zusätzlich unterstützt hat. Dann, Sabrina, magst du es offenbaren oder ich? Offenbar du, mach nur. Das Programm, das Bob Proctor da lehrt, Thinking in Results, ne? Damit dürfen wir dich begleiten. Sabrina hat alles, also es gibt auch keine Ausrede, was für mich immer so früher war. Ich kann ja nicht genug Englisch, um das mir alles anzuhören. Sabrina hat alles ins Deutsche übersetzt. Die Videomodule, alles, was es da gibt, außer die Skripte, aber das kann man ja mit, wenn man die auch noch lesen möchte, mit Translator machen, das funktioniert wunderbar. Aber das Wesentliche, was Proctor da lehrt und in Englisch weitergibt, das hat Sabrina alles übersetzt. Das heißt, du hast jetzt wirklich die große Chance, mit uns beiden zusammen am 15. November zu starten und eine individuelle Begleitung für die nächsten 6 Monate zu genießen. Dass du wirklich jetzt, am Jahresende, die letzten 6 Wochen hier einen Grundstein legst, dir ganz klar drüber wirst, wie genau willst du es wirklich haben. Dass du in der Silvesternacht zurückblickst und wow, was hat sich schon jetzt wirklich so vieles geändert hier? Und dann eben noch darüber hinaus, die nächsten Monate im neuen Jahr diese Begleitung von uns hast, in Form von den übersetzten Modulen von der Sabrina, in Form von einer geheimen Facebook-Gruppe, wo du den direkten Kontakt dann eben auch zu uns hast und in Form von monatlichen Live-Calls mit Sabrina und mir, wo wir dich wirklich an die Hand nehmen und dich da Schritt für Schritt begleiten. Sabrina, habe ich was vergessen? Ich würde sagen, die Module von Bob Proctor direkt gibt es auch noch. Die gibt es auch noch in Englisch zusätzlich. Ja. Also Englisch, deutsche Verfassung von dir und eben auch noch die Skripte, geheime Facebook-Gruppe, direkten Kontakt zu uns, wo du immer wirklich, wenn auch wenn es dir tagsüber mal schwerfällt und du merkst, was für Geschichte erzähle ich mir hier wieder, bitte. Dann einfach in die Facebook-Gruppe posten. Wir sind da für dich da und geben da auch nochmal ganz rasch Impulse und begleiten dich da über einen Zeitrahmen von ein halbes Jahr. Damit das jetzt endlich mal funzt bei dir. Je nachdem, wie lange du da schon denkst, ah, jetzt wird es aber höchste Zeit und ah, ist der Zug nicht vielleicht schon abgelaufen und ah, jetzt bin ich schon so alt vom Passalter eher. Jetzt wird es aber endlich Zeit, dass ich die Kurve kriege. Dann ist das jetzt wirklich das Richtige für dich. Und das absolut Genialste daran, und jetzt halte ich fest, dieses Programm, das wird da draußen angeboten und verkauft im 5-stelligen Bereich. Ich habe selbst schon nachgeschaut und bin auf Preise gestoßen von 14.000 Euro. Das ist jetzt kein Scherz. Und deshalb bin ich so glücklich, dass ich die Sabrina hier gewinnen konnte, nicht nur für dich hier mit unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, sondern dass Sabrina auch gesagt hat, sie bietet das jetzt mit mir zusammen für dich zu einem wirklich absolut einmaligen Sonderpreis an, der mir eigentlich gar nicht so gut über die Lippen kommt, weil... Ja, Sabrina, magst du es sagen? Es ist ein totales Geschenk.
Danke. Ja, aber ich denke, du darfst gerne, ich übergebe dir das, du darfst es wirklich sagen. Trau Okay. dich. Nein, es ist wirklich einmaliges Geschenk. Ja, genau. Also das Programm wird wirklich da draußen in diesem Rahmen von einem halben Jahr für 14.000 € angeboten. Und Sabrina und ich, wir bieten das dir jetzt hier zusammen für 4.900 € an. Ein halbes Jahr Begleitung und Betreuung durch uns, monatlich einmal Live-Call in der Gruppe und zwischendurch natürlich, wenn du Fragen hast, wir sind für dich da, wir begleiten dich da. Das Ziel ist, dass du wirklich deine Träume jetzt endlich mal zur Realität werden lässt. Dass du endlich mal beginnst, groß zu träumen, dass du endlich mal beginnst, von dem ganzen Kram, dem ganzen Scheiß, Entschuldigung, ich betitle das jetzt einfach mal so, was dir so übergestülpt wurde, wo du dich gefangen fühlst in diesem Korsett, gleich ob beruflich, privat oder gesundheitlich. Oder auch wenn du bei mir in der Akademie bist und dein Seelenplan auch schon entdeckt hast und wir da jetzt gemeinsam schon arbeiten, das kann alles nochmal auf ein ganz anderes Level bringen, weil du einfach anfängst, noch bewusster zu sein und wirklich da zusätzlich nochmal an der Hand genommen wirst. Ne? Und wirklich, dass du für dich erkennst, dass alles in dir ist. Ja, denn es ist alles in dir und es ist alles möglich. Egal, was du dir vorstellen kannst, alles ist möglich. Und du merkst, wie ich da schon wieder strahlen anfange, weil ich erlebe es wirklich täglich, wie Menschen aus dem, sag ich mal, aus dem totalen Drama und aus nichts auf einmal Wunder kreieren, wo auf einmal ihr Leben so eine Wendung nimmt, wo ich mir immer denke, oh Gott, ich bin so dankbar dafür. Und das ist einfach nur, es ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk, wenn du deine volle, sag ich mal, dein volles Selbst und alles, was in dir steckt, wirklich leben kannst. Wenn du merkst, dass keine Begrenzungen da sind, außer die, die du dir selbst setzt. Und wenn du merkst, dass das Leben für dich ist und dass es du in der Hand hast, weil das ist es ja. Ja? Bob Proctor hat, der ist jetzt mittlerweile 85, der hat die letzten 60 Jahre daran geforscht. Das heißt, er ist, also seit 60 Jahren vermittelt er das. Und er ist, sag ich mal, der weltbekannteste Coach, wenn es wirklich ums Erfüllen deiner Träume geht. Wenn es darum geht, wirklich den Wohlstand zu erreichen, den du möchtest. Und alle Großen, sag ich mal, die wirklich groß geworden sind, groß im Sinne von in ihrem Beruf, in ihrem Privatleben, die wenden wirklich diese Gesetze an. Ja. Ja, diese universellen Gesetze. Und wir sind so machtvoll. Das ist es einfach. Ja? Und wie die Irmgard schon gesagt hat, es wird wirklich aktuell draußen sogar 3 Monate für 14.500. Drei sogar. Ui, okay. Genau. Vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen mit den 4.000 €, 4.900 €. Nee, Scherz beiseite, also dabei bleibt es jetzt, auch wenn es ein Dabei bleibt. einmaliges Angebot ist, aber dabei bleibt es. Und das auch nur, weil Irmgard und ich ihn jetzt auch wirklich schon länger kennen. Ja, hier wirklich voller Bonus. Und es ist, es verändert das Leben. Ja. Ja, es verändert das Leben und es macht alles leicht, es macht alles einfach. Und es ist wirklich, ja. Du wachst früh auf mit einem Lachen und gehst abends ins Bett mit einem Lachen. Und du weißt, dass das Leben für dich ist. Ja. Und es ist einfach, also ich kann da manchmal gar keine Worte fassen, weil es einfach auch keine Worte gibt. Sondern es ist einfach ein erfülltes Sein. Egal ob privat oder beruflich. Ich habe noch einen besseren Ausdruck für, es ist ein Segen. Es ist ein Segen, ja. Es ist wirklich ein Segen. Denn stell dir vor, du beschäftigst dich den ganzen Tag damit, was ist sonst noch möglich? Wie kann es noch besser werden? Und es gibt
kein Zurück mehr in dieses alte Leben, in dieses sich quälen, in diesen Mangel, sondern du weißt, es ist alles möglich und gehst immer weiter. Was für ein großartig geniales Leben auf dich jetzt wartet, beruflich, privat und gesundheitlich. Ja. Und das Ding ist, wenn man diese Stellschrauben gedreht hat, dauert es ja nicht Monate. Ja. Sondern es geht dann wirklich so. Immer schneller. Wenn der Zug mal rollt, dann rollt er, ne? Ja. Können wir beide aus unserer eigenen Erfahrung sagen, ne? Zug rollt. Ja. Und auf diesen Zug wollen wir dich mitnehmen. Ja. Dass du deinen eigenen Zug jetzt hier ins Rollen bringst. Ja, weil es einfach nur gigantisch ist. Und ja. Ja, genau. Ihr Lieben, ich habe euch mal den Anmeldelink reingepostet ins Kommentarfeld. Einfach da draufklicken. Da findet ihr alles, könnt ihr die Angaben angeben. Ist auch noch eine Variante frei, wenn du noch Fragen hast, kannst du auch gerne stellen. Aber wir sind jetzt ja auch noch hier live. Du kannst auch jetzt gerne noch deine Fragen stellen. Wir sind da für dich. Also bitte ins Kommentarfeld, wenn noch Fragen sind. Die Conny hat schon gefragt, was es kostet. Preis haben wir schon gesagt. Wir starten am 15. November, das heißt nächsten Freitag. Geht's los mit dem ersten Live-Call dann. So starten wir wahrscheinlich, ne? In der Gruppe. Und da bekommst du alles Weitere von uns, was es dann eben braucht. Zugang zum Programm, kommst in die Facebook-Gruppe rein. Das ist eine geschlossene, geheime Facebook-Gruppe, wo sonst natürlich niemand Zugang hat. Das ist ein geschützter Raum, wo wir wirklich ganz vertraulich da die nächsten 6 Monate dann intensiv miteinander verbringen. Ja. Und für dich dann eben alles möglich ist. Genau. Ja, ihr Lieben, habt ihr noch Fragen? Und was ich vielleicht hier nochmal mit sagen möchte, es ist wirklich nicht nur auf Beruf, nicht nur auf Beziehung, nicht nur auf Gesundheit, sondern wirklich auf alles. Will ich in Urlaub fahren und wünsche mir genau so ein Hotel? Gehe ich ins Restaurant und wünsche mir, dass es genau so abläuft? Es ja. ist für ja. alles anwendbar. Ne? Ja. Weil du tust es ja eh. Ja, genau. Ich habe da auch ein ganz aktuelles Beispiel gerade. Bin ja dabei, so Wohnort zu verlegen nach Zypern. Ja. Und gut, eine Sache ist jetzt, kann jetzt nicht so realisiert werden, wie ich mir es vorgestellt habe, weiß ich seit letzter Woche. Aber mal schauen, was da nicht doch noch möglich ist. Also das ist noch nicht ad acta gelegt. Aber das andere, diese Wohnung, die ich mir auf Zypern vorgestellt habe, ja. die ich in meinem eigenen Lebensfilm drin habe, was ich ständig angucke. Letzte Woche war ich auf der Seite da unterwegs und habe ich eine Wohnung gefunden, die genau in diesem Stil eingerichtet ist. Okay. Und zwar schon voll eingerichtet ist. Ich habe ja diese Wohnung visualisiert und bin eigentlich von ausgegangen, habe zu den Kindern gesagt, müsst da mit, damit wir da Wohnung einrichten, Möbel kaufen oder so. Die ist schon voll eingerichtet. Genau in dem Stil, wie ich sie seit einer, weiß nicht, seit wann habe ich da die in meinem Vision Board und in meinem Film drin, vielleicht seit Frühjahr, länger noch nicht. Da habe ich wirklich letzte Woche gedacht, mich haut es hier vom Hocker. Und so ja. funktioniert es. Ja, und es kommen dann immer mehr ja, Wunder, immer mehr Magie. Es passiert dann einfach auf einmal so viel, und wo man nie für möglich gehalten hätte. Genau. Und das wird dann vor allem, und das ist auch das Schöne daran, was ich auch immer mehr merke, das wird dann zu dem neuen Normal. Ja, es ist dann so wie das jetzige, das Quälen und tralala und sowieso und hast du nicht und jetzt noch normal ist. So wird das andere zu deinem neuen Normal. Stell dir das mal vor, was da alles sich verändert für dich. Ja, ja. Es ist dann wirklich einfach, ja, ein neues, schönes, erfülltes Normal. Genau. Ja. Also ihr Lieben, wir freuen uns auf dich, auf die gemeinsame Reise die nächsten 6 Monate. Nächsten Freitag ist Start. Anmeldelink findest du hier in den Kommentaren. Ich poste es gerne auch gleich nochmal rein. Und wenn du noch Fragen hast, natürlich auch sehr gerne.
Und dann sehen wir uns am nächsten Freitag zum Start. Ja. Und rocken das mit dir zusammen. Okay, liebe Sabrina, nochmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tollen Impulse. Und du hast noch ein Abschlusswort. Ja, ich bedanke mich auch erstmal bei der Irmgard nochmal und auch bei euch für diese rege Teilnahme und dass ihr euch da wirklich auch öffnet und sagt, boah, ja, irgendwas spüre ich, dass das mich irgendwie anspricht, weil sonst wärt ihr nicht hier gewesen und hättet auch nicht jetzt bis zum Ende mitgehört. Und da erstmal an euch ein riesengroßes Lob, weil das zeigt einfach, dass ihr auch diese Veränderung wollt, dass ihr wirklich da rein möchtet. Und ja, einfach nochmal so als letztes, wo ich wirklich abschließen möchte, stell dir immer die Frage, was, wenn wirklich alles möglich für mich ist? Wie wäre mein Leben, wenn wirklich alles möglich ist? Und mit dieser Frage treffe ich zum Beispiel nur noch meine Entscheidungen. Meine Entscheidungen, wie ich lebe hier, was ich als nächstes tue. Und das möchte ich dir mitgeben. Treff die Entscheidungen auch nur noch aus diesem Blickwinkel. Egal, um was es geht. Denn alles, was nach diesem ersten Impuls kommt, sind alles Quatschis. Sind alles Dinge, die dein Verstand produziert, weil er, ja, was ihm eingeprägt worden ist. Durch die Gesellschaft, durch die Erziehung, durch Medien, durch was auch immer. Und die Frage ist einfach dann nur, willst du dich weiterhin in diesem Korsett halten lassen? Oder willst du sagen, nee, stopp, ich entwickle jetzt mein volles Potenzial und hole wirklich alles raus, was für mich möglich ist? Denn was, wenn alles möglich ist? Den einzigen Schritt, den du jetzt noch machen darfst, dich anmelden und am nächsten Freitag geht's dann los. Ja. Ganz liebe Umarmung, wir freuen uns riesig auf dich, dich begleiten zu dürfen dann und dann sehen wir uns. Bis dahin. Bye. Tschüss. Ciao.